Meine Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen in der Berlinischen Galerie. Mein Name ist Thomas Köhler, bin der Direktor dieses Hauses und ich freue mich sehr, denn das sind die schönsten Termine, die man sich als Museumsdirektor vorstellen kann. Eine Preisverleihung oder besser gesagt gleich drei. Besonders begrüßen möchte ich natürlich Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen bei uns. Fantastisch, dass Sie dabei sind. Nicht minder herzlich soll meine Begrüßung an Thomas Flierl ausfallen, der dem Haus nicht unwesentlich verbunden ist. Als Kultursenator AD haben Sie auf konstruktive Weise dazu beigetragen, dass es uns noch gibt und dass es uns an dieser Stelle gibt. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, ich freue mich natürlich nicht nur über die Preisverleihung der Hans und Lea Grundig Stiftung hier bei uns im Hause, sondern ich nutze das etwas unbescheiden auch für einen kleinen Werbeblock für die Berlinische Galerie. Denn auch wir begehen dieser Tage ein Jubiläum. Am vergangenen Samstag jährte sich die erste Ausstellungseröffnung der Berlinischen Galerie zum 40. Mal. 1975 gegründet als privater Verein, hat sie eine wirklich wilde, turbulente Geschichte hinter sich. 20 Jahre existierte das Haus tatsächlich, ungewöhnlich genug, als Verein. Aber was könnte es Deutscheres geben als eine derartige Gründung? Seit 1995 ist die Berlinische Galerie Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Untergebracht war sie an den verschiedensten Orten. In der Jebenstraße, im Gropiusbau, aus dem sie dann 1998 bzw. 97 ausziehen musste, um dann als obdachloses Museum 7 Jahre vor sich hin zu darben. Leichtsinnigerweise war mein Vorgänger Jörn Merkert ausgezogen, ohne ein Ersatzquartier zu haben. Aber seinem Nachdruck und seiner Hartleibigkeit und Insistenz ist es zu danken, dass dann endlich 2004 die Berlinische Galerie zum ersten Mal ihr eigenes Haus beziehen durfte. Und das, nachdem Studien in den 90ern nach der Wiedervereinigung durchaus zu ambivalenten Urteilen gekommen waren und sagten, Mensch, Berlinische Galerie, was ist das eigentlich genau? Brauchen wir das noch? Können wir nicht die hochwertigen Kunstwerke an die Nationalgalerie geben und die anderen Sachen an die Stiftung Stadtmuseum? Das ist nicht dazu gekommen. Hier operiert das Haus jetzt seit 11 Jahren, widmet sich der Kunst, die in Berlin entstanden ist, macht Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und auch der klassischen Moderne. Und das konnten Sie heute Abend, wenn Sie die Zeit hatten, in der Beckmann-Ausstellung überprüfen. Ich finde, wir sind ein sehr geeigneter Ort für eine derartige Preisverleihung. Wir fühlen uns der Rosa-Luxemburg-Stiftung sehr nah, der Hans- und Lea-Grundig-Stiftung ebenso. Und ich denke, dieses bürgerschaftliche Engagement, was zur Stiftung der Berlinischen Galerie führte, das findet sich letztlich auch im Engagement derjenigen, die in diesen beiden Stiftungen tätig sind. Ich freue mich also sehr, dass das bei uns heute Abend stattfindet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und falls Sie das erste Mal hier sind, ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend bei uns. Подружка верная, старушка древняя, стань моей.